Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni und wir spulen erstmal die Nacht vor. Heute gibt's mal keine Facecam, weil ich sehe nicht so toll aus und ja, es muss halt einfach nicht sein. Deswegen denke ich mir so, okay, wir machen das einfach mal ohne, weil ich wollte trotzdem aufnehmen, weil ich sehr viel Lust auf dieses Spiel hatte. Und ja, solange das geht, ist das okay. Ich sehe nicht toll aus, weil... aber ja... Semesterbeginn. Heute beginnt für Elaine Roberts das Unisemester und es wird 5 Wochentage dauern. Nur? Oh mein Gott. Sie wollte sich ihren Kursplan, sie sollte sich ihren Kursplan ansehen und planen, wann sie ihre Hausaufgaben macht, lernt, isst und falls Zeit dafür übrig bleibt, sich entspannt und Spaß hat. Wir hatten ja für unser erstes Ding, hatten wir schon Hausaufgaben gemacht, genau. Das erste ist nämlich ja Fitness und zerkleinerte Proteine. Aber heute haben wir auch noch die Sprache des Geldes. Da müssen wir auf jeden Fall auch unsere Hausaufgaben noch für machen. Aber erstmal gehen wir pullern. Denn sie muss mal. Ganz dringend. Also wenn sie vom Unterricht kommt, müssen wir gucken, wie es ihr geht. Und dann werden wir gucken, ob wir dann, also dass wir dann direkt eventuell die Hausaufgaben machen. Das andere ist beides in 2 Tagen. Ja, beziehungsweise das ist beides morgen. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Es wird stressig, ja. Aber das wird schon irgendwie. So, es beginnt um 8 Uhr auch. Das, ja. Sie wünscht sich einen Wäschetrockner und eine Bienenkiste. Ich glaube, es gibt andere Prioritäten zurzeit. Zumindest solange sie hier ist und so. Okay, sie geht schon mal los. Zum... Oder was macht sie? Oder will sie Hausaufgaben machen? Macht sie Hausaufgaben? Ja, okay. Dann kannst du auch ruhig erst deine Hausaufgaben machen, solange du noch nicht zur Uni musst. Aber... Das beginnt jetzt. Deswegen... Hör auf. Und geh zur Uni. Na, oh, sie zieht das an. Das sieht so süß aus, ne? Ich schwöre. Kann ein Sim nur so niedlich sein? Heule. Ich bin sehr zufrieden mit ihr als Sim einfach. Gut. Dann können wir das leider nicht ganz schnell vorspulen, aber immerhin schnell. Ich habe schon ein paar Let's Plays gesehen, da war das, dass dann irgendwie die Needs aufgefüllt wurden, aber irgendwie ist das bei mir nicht der Fall. Deswegen denke ich mir so, ich fühle mich vernachlässigt. Ich hätte das mir auch gewünscht. Okay. Genügend gearbeitet und ein Kurs an der respektablen Note absolut in einer Stunde anscheinend produktiver gelernt zu haben. Okay. Haben wir hier oben Essen stehen? Ja, da ist Essen. Dann isst das bitte. Wir müssen halt auch noch mal ein bisschen recherchieren und so weiter. Das können wir ja auch machen. Für unsere ganzen Sachen. Und dann würde ich erstmal Hausaufgaben machen. Hä, es sind doch 7 Tage. Stand da nicht eben 5? Egal. Auf jeden Fall. Ja, müssen wir halt dann die Hausaufgaben... Ja, ich nehme die. Die könnte ich... Nee, die kann ich nicht verkaufen. Hm. Jedenfalls machen wir gleich Hausaufgaben. Und dann können wir uns mal in die Bibliothek begeben. Und dort dann... an diesen Rechnern lernen. Weil da ist das ja nochmal anders und so. Gut. Dann iss mal schnell. Dann können wir schon mal sagen, warte, was haben wir als Unterricht? Die Sprache des Geldes. Dann Hausarbeiten machen für die Sprache des Geldes. Und dann können wir dafür auch dann gleich in der Bibliothek researchen. Ich wollte eigentlich auch die anderen schon ein bisschen umstylen, die hier so wohnen. Aber dazu kam ich jetzt irgendwie noch nicht, deswegen. Ja, vielleicht mache ich das bis zum nächsten Part hin. Vielleicht hier nach oder so. So, und morgen kommt übrigens ein Speedbuild online, das habe ich auch schon aufgenommen, weil ich hatte Lust zu bauen und dann, ne, und so. Manchmal packt einen das ja und dann kommt das morgen zum Mittwoch, wie immer halt irgendwas. So. Level 2 Charisma hat sie schon. Supi. So, dann mach mal weiter. Mitbewohner-Drama. Oh mein Gott, also die Streiter, was ist mit denen? Was tun die in ihrem Leben? Das ist nicht okay.
Hört auf zu streiten, ja? So was macht man hier nicht. So, sie ist gleich fertig, ne? So, dann beeil dich. Ach, der Unterricht beginnt gleich schon. Ich kann nicht mehr so viel researchen. Beziehungsweise gar nicht, weil sie jetzt schon losgeht. Aber egal, dann können wir das für morgen dann schon machen. Das geht alles so schnell. So, geh in Unterricht. Hä? Oder ist das. Hä? Oh mein Gott. Ich bin so verwirrt. In 10 Minuten so. Gerade stattfinden. So, dann geh mal los. So. Und dann, für Finanzvertrauen aufbauen haben wir schon 25% gemacht. Das machen wir dann. Nee, soll ich das. Ah! Das hier haben wir jetzt als erstes, ne? Die Hausaufgaben dafür sollten wir zuerst machen. Wir müssen ja vor allem auch die Abschlussarbeiten einreichen und so, ne? Die müssen wir auch irgendwann machen. So. Hat ihre Sache zuverlässig eingereicht und im Kurs, so wie wir wissen, wie möglich aufgesaugt. Die Bemühungen. Okay, das ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser gelaufen. Das freut mich. Ich würde jetzt einfach direkt in die Bibliothek gehen. Und dann werden wir erstmal ein bisschen researchen, denke ich. So, wir sind da. Und hier werden diese Computer ja sein. Das sind die, glaube ich, ne? Lernen für. Recherchieren, da wäre das. Ah, ich glaube, das ist dann für die anderen Themen. Okay, dann lernen wir für den nächsten Unterricht. Einführung. Da, das machen wir. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen mehr vorspulen. Weil das natürlich jetzt nicht so krass spannend ist. So. Ich denke, sie wird dadurch halt ihre Hausaufgaben nicht unbedingt halt abschließen oder sowas, aber sie wird vielleicht dann besser halt im Unterricht dann Dinge tun. I don't know. Wir gucken mal. Wir können sie ja bis 19 Uhr erstmal halt daran arbeiten lassen, dann können wir erstmal ihre Hausaufgaben machen. Wenn wir hier so sind. So. Okay, sie ist selbstsicher, weil lernbegierig. Der Wissensdurst ist immens. Cool. Dann mach erstmal deine Hausaufgaben. Hausarbeiten. Genau. Ich sage mal Hausaufgaben. Ist aber Hausarbeit. Ich glaube, es macht einen Unterschied. Deswegen sagen wir es lieber so. Gut, dann setz dich da hin und lerne. So, und dann können wir direkt dahinter ja das auch machen, weil danach kann sie dann essen gehen. So, das ist ja zum Glück nicht immer so viel. Zum Glück. So, und dann müssen wir zu Hause eventuell schon mal anfangen, an den Abschlussarbeiten zu arbeiten. Okay, die Frau redet mit uns. Was haben wir morgen noch? Wir haben Finanzvertrauen. Okay. So, dann können wir ja trotzdem mit der reden. Bibliothekarin. Okay. Sie setzt sich erstmal ganz weit hin. No. Ich glaube, die hätte damit doch keinen Bock, mit der zu reden, mit der Frau. So. Jetzt kommt sie doch wieder an. Okay. Jetzt stell dich aber freundlich vor. Dann, keine Ahnung, redet miteinander. Soziale Kontakte ist ja vielleicht nicht schlecht, ne? Kennenlernen. Über Logikrätsel reden. Über ein neuestes Buch reden. Sie liebt die Natur. Level 3 der Charisma-Fähigkeit. Das ist auch gut. Das werden wir ja auch brauchen. So. Dann machen wir deine Hausaufgaben zu Ende. Und dann gehen wir erstmal was essen danach. So. Können wir denn zu dem Gemeinschaftszentrum direkt hin? Gemeinschaftsräume. Ja. Da gehen wir hin. Und dann holen wir uns wieder kostenlos unser Essen ab.
Mal gucken, was es heute zu essen gibt. Huch, das ist was anderes als letztes Mal. Oh mein Gott, ich bin auch in Foxbury. Wohne ich, oder? Ist das nicht Foxbury und rechts Brightchester? Ja, ist es. Upsi. Hoppala, ich bin falsch in den Ort gegangen. Hallöchen. Es ist noch niemand da. Aber es wird gleich schon jemand kommen. So, sie kann ja einfach mal pinkeln gehen, auch wenn sie noch nicht so dringend muss, aber ist ja vielleicht nicht schlecht. So, ich hoffe, es kommt gleich jemand, bei dem wir uns dann hier Essen abholen können. Das wäre sehr, sehr schön. Warum steigt ihre Hyäne, wenn sie sich da hinsetzt? Das ist ein bisschen widerlich, ehrlich gesagt. Aber ja. Oder ist um die Uhrzeit niemand mehr da? Das kann natürlich auch sein, ne? Geh einfach nach Hause. Weil ich glaube, um die Uhrzeit ist einfach auch niemand mehr da. Kritisch. Oh, da steht Essen. Wir haben doch noch etwas zu essen hier. Wir essen das hier. Und dann musst du definitiv auch noch duschen gehen heute. Das ist sehr, sehr wichtig. So, dann iss mal. Ich werde viel vorspulen, weil das halt natürlich auch nicht so spannend ist, wie jetzt hier zuzusehen, wie sie isst oder ihre Hausaufgaben macht oder so. Aber ja, wir werden natürlich auch Kontakte knüpfen mit anderen Leuten. Ne? Wir sagen mal hier, wir versuchen ihn aufzumuntern zum Beispiel, weil ich meine, er sieht ein bisschen bedrückt aus. Ich glaube, es ist ein bisschen viel für ihn, was hier gerade so abgeht mit Uni und so. Deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, ihn ein wenig aufzumuntern. So. Er ist traurig. Ich würde gerne wissen, warum er traurig ist. Machen wir ihm ein Kompliment. Dann können wir tratschen. So. Redet mal. Es ist 2 Uhr. Oh mein Gott, es ist sehr, sehr spät. Wir haben in 10 Stunden unsere Vorlesung. Ja. Vielleicht sollte sie das lassen, mit ihm zu reden und dann gleich schlafen gehen. ich habe vielleicht ein bisschen die Zeit aus den Augen verloren. Das ist so eine Sache, ne? Oh Mann. So, jetzt dusch mal schneller und jetzt geh ab ins Bett. Renn. Das, oh Gott. wann ist, wie viel Uhr? Um 11 Uhr. Dann sollte sie ja spätestens um 10 aufstehen oder so, ne? Mal gucken. Oder sagen wir 9. Um 9 steht sie auf. Weil dann kann sie sich noch ein bisschen auffrischen. So. Aufstehen. So, sie hat nämlich absolut gar keinen Spaß und hier kann ich das dann auf Hausarbeiten schummeln. Nee. Okay, hier kann ich auch lernen und hier kann ich dann auch Abschlussarbeiten dann schreiben, genau. Sie wird einfach kurz. Achso, doch, hier. Da kann sie. Sim Clinch. Okay. Kann sie ein bisschen zocken. Zumindest so ein bisschen. Weil das ist halt zum Kurs gehen. So. Das sollte erstmal reichen. Fürs Erste. Bitte geh zum Kurs. So, das ist viel wichtiger. Als dein Spaß. Nein. Ihr Spaß ist ja auch wieder relativ hoch. Deswegen ist das okay. Warum ist Brittany Cho hier? Why? So, ab zum Kurs. Warum sitzt sie jetzt wieder auf dem Fahrrad? Ich verstehe es nicht. Richtig unnötig. Hallo, ein Fahrrad? Excuse me. Okay. Ich hinterfrage es einfach nicht weiter. Ja. Ich muss es aber wirklich nicht verstehen, oder? Kann es bitte einfach schneller vorschwulen? Bruder.
Ihre Bedürfnisse sinken so rapide ab, so, ups, no. Bitte wieder ins Inventar. Aber zuversichtlich eingereicht. Gut. Dann haben wir jetzt noch 3 Stunden bis zur nächsten. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mit unserer Abschlussarbeit schon mal. Abschlussarbeit schreiben für die Sprache des Geldes, damit wir zumindest schon mal damit anfangen. Also ich meine, ich könnte natürlich auch Hausaufgaben machen, aber ich meine, die Abschlussarbeiten bringen ja am Ende dann mehr für die Note noch als die Hausarbeiten. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir damit schon mal. Zumindest so ein bisschen. Weil ich denke, man kann das dann so auch zwischendrin halt dann einfach dann abbrechen und so und weiterschreiben. So. Dann schreib mal. Da steht noch zum Kurs gehen. Aber es steht jetzt in 2 Stunden. Deswegen. So. Um 15 Uhr ist das nämlich erst. So. Und dann. Ja. Reicht das ja erstmal. Ah. Also, wenn ich jetzt hier auf den PC klicken würde, Universität. Abschlussarbeit schreiben. Hier steht auch weiter dran schreiben, okay. Also war das nicht unnötig. Warum setzt du. Hallo? Das ist mein Bett. Meins. Was ist dein Problem, Dude? Das funktioniert so hier nicht, ja. Dieser Typ so, nein. Sich nicht ein. So, sie. Man kann ja dann, glaube ich, dann auch einstellen, was sie halt macht im Unterricht. Und sie macht sich mal Notizen. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut, wenn man sich Notizen macht. So bis 16:25. Und dann sind wir erstmal wieder free. Und wir haben unsere Hausarbeiten für morgen noch nicht. 23 Stunden, 16 Stunden. Ich würde trotzdem ein wenig in die Bar gehen. Also wir können da ja auch unsere Hausarbeiten machen. Aber das wäre halt erstmal ein bisschen dancen oder so. Ja. Ich denke, wir werden im nächsten Semester weniger Kurse belegen. Also zumindest den Wahlkurs halt einfach nicht nehmen, weil das ist schon ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Oh. Ja. Okay, sie hat Bock, mit uns irgendwas zu tun. Deswegen, sag einfach, hier, teile deine Fotos. Und dann kann man hier bestimmt. Kann sie aktuellen Kanal schauen und gleichzeitig. Oh. Was haben wir als erstes? Wir haben Fitness. Fitness. Oh, wir können zusammenarbeiten, wenn das so ist. So. Ich glaube, man kann nicht beides gleichzeitig machen, aber dann füllt sie erstmal ihr Bedürfnis ein bisschen auf. Reicht jetzt auch. So, und jetzt mach bitte deine Hausaufgaben. Hausarbeit. So, sie macht auch ihre Hausarbeit. Cool. Kann man dann irgendwie darüber reden oder so? Irgendwie nicht. Aber sie hört nebenbei Musik. Das ist auch nicht schlecht. Als ob ich jetzt zu den Klippen gehen würde. Hallo, ich bin Studentin. Ich muss ja auch was dafür tun. Ich will das ja hier packen, ne? Entschuldigung. Wovon gehen Sie denn hier aus? So. Bist du jetzt bald soweit? Weil sie muss ja dann noch für das andere Fach auch noch das am besten direkt jetzt schon machen. Weil dann wäre sie damit ja schon erstmal wieder durch. Das andere, was sie morgen hat, ist schon wieder die Sprache des Geldes. Gut, dann machen wir das auch gleich. Wenn wir jetzt schon mal hier so sitzen und uns denken, ja. Bist du gleich soweit? Hallo?
Okay, da redet jemand mit uns. Können wir uns freundlich vorstellen. Wir lernen ganz viele Leute kennen. Yeah. Okay, und dann die Sprache des Geldes. Genau. Ich versuche, dass wir halt morgens erst dann essen. Warum ist hier eine Oma? Entschuldigung. Also ich meine nicht, dass Omas nicht studieren dürften, aber okay. Ich gehe jetzt davon im ersten Moment natürlich nicht von aus. Was ist deren Problem? Teamgeistermitglied. Okay. Oh, sie hassen uns anscheinend. Weil wir auf die Brightchester-Uni gehen. Okay. Oh, Dinge passieren auf jeden Fall. Ich hoffe, ihre Hausaufgaben sind, Hausarbeiten sind bald durch. Wir müssen unbedingt unsere Abschlussarbeiten dann machen. Ich meine, die Prüfung machen wir dann sowieso. Der letzte Kurs, genau. Und da müssen wir dann ja einfach das fertig machen. So, wir haben jetzt schon nur noch 5 Tage. Ich bin einfach absolut gestresst. Vielleicht kann sie sich auch hier gleich noch was zu essen holen, weil ich glaube, oh, hier ist niemand mehr. Oh mein Gott. Dann hoffe ich, dass zu Hause was zu essen steht. Es wird schon wieder so spät. Mann, ich dachte, wir würden früher ins Bett gehen können, aber irgendwie klappt das ja nicht so gut. Ich glaube, 3 Kurse ist schon so maximal, was man so tun kann, ne? Dass man wenigstens an einem Tag dann vielleicht nur einen Kurs hat. Und dann ist halt man erstmal beruhigt. So. So. Dann geh zurück. Geh definitiv zurück. Los. Geh jetzt! Hör auf, mit Abscheu zu reagieren. Ich habe verstanden, dass ihr die Foxbury-Leute nicht so mögt, aber. Er wurde bekloppt, okay? Es ist bekloppt. Bekloppt, sage ich dazu nur. So, steht hier Essen. Ja. Was ist das? Das ist Schwarz-Weiß-Gebäck. Na gut, davon wirst du jetzt nicht allzu satt. Aber dann hast du wenigstens irgendwas im Magen. Kannst du nochmal pieseln gehen. Und dann gehst du erstmal pennen. Ja, sie hat eigentlich noch total viel Hunger. Aber egal. Hat sich jetzt nicht ändern lassen, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. So. Ich würde sagen, ich beende jetzt den 2. Part hier. Wann der 3. Part kommt, also keine Ahnung, weiß ich noch nicht, müssen wir mal gucken. Ist ja alles eher spontan hier, die ganze Sache. Ich nehme dann auf, wenn ich Bock habe und so. Aber ja. Gut, wir haben jetzt unsere ersten 2 Tage durchgemacht und es ist sehr, sehr hart. Wir werden wohl im 2. Semester definitiv nur 3 Kurse machen. Ja, weil ich möchte ja halt dann quasi alles in 4 Semestern durchhauen. Aber wir werden keinen Wahlkurs nehmen, weil der zusätzlich ist schon richtig hart. Und ich weiß ja nicht so genau, was halt die Wahlkurse letztendlich noch bewirken. Deswegen, also ob das jetzt, ich meine, wir haben jetzt was mit Sport und wir wollen später ja in eine Verwalterkarriere gehen wahrscheinlich. Deswegen ist das so eine Sache, wo man sich denkt, das muss jetzt nicht unbedingt so sein. Das passt halt nicht so gut zusammen. So. Deswegen, ja, sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!